Ja, liebe Freunde, ich heiße euch willkommen zurück zu einer neuen Let's Show-Folge von GTA 5. Und ja, ich habe die neue Uschi-Glascreme versucht für babyweiche Haut. Hat leider nicht ganz funktioniert. Das ist übrigens, falls ihr ihn nicht ganz erkannt habt, Franklin. Nein, es ist natürlich nur so eine Monstermaske, die ich mal einfach angezogen habe. Das Geile ist allerdings, dass der Taucheranzug, den ich hier anhab, einfach mal über die, also die Dauermaske einfach mal über die Maske noch gestreift worden ist. Wusste ich gar nicht, dass das geht, das war jetzt ein Zufall. Und dann dachte ich mir, mache ich doch einfach mal ein Bild von mir. Das ist einfach unglaublich. Naja gut, okay, ja. Das sieht so geil aus, wie der auf sein Handy guckt. Unglaublich. Naja, gut, ja, ihr seht, wir haben wieder einen Tauchanzug an, sind an der Küste von Blaine County mit unserem, ja, goldgelben Boot. Und wir hatten ja Nessie schon mal versucht zu finden und da hatten wir leider noch keinen Taucheranzug, konnten noch nicht so tief tauchen, wussten nicht genau, wo Nessie sich aufhält. Aufhält, ist sowieso tot, wenn das überhaupt Nessie ist. Na, ist egal, Hauptsache, wir haben heute einen Taucheranzug, springen jetzt ins kühle Nass und suchen endlich mal die Überreste von angeblich Nessie. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wo das genau ist, das heißt, eventuell könnte das einen Moment dauern, aber ihr wisst ja, meine Folgen sind auch nie so kurz. Die sind dann meist so 20 bis 30 Minuten lang. Und ja, vielleicht haben wir jetzt gleich Glück. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, machen wir dann einfach... Ach, da ist es ja schon! Mann, haben wir ein Glück! Dann machen wir jetzt gleich noch so eine Kopfgeldmission, weil wir können jetzt auch wieder in die Stadt. Ich habe die Story-Mission noch ein bisschen weitergespielt und das ist alles geregelt. Ja, wie gesagt, das hier ist dieses Easter Egg. Also angeblich sind das die Überreste, die Knochen von Loch Ness, dem Seeungeheuer. Und ja. Also Nessie, von Loch Ness. Der See heißt ja Loch Ness in Schottland, klagt ihr, glaube ich. Naja, so viel zur Hintergrundinformation. Ja, sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ich habe ja schon so oft jetzt mittlerweile gesagt, wie cool ich das finde, was es alles an Details hier in GTA 5 gibt. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das hier durch Zufall gefunden hat. Es ist einfach... Also ich hätte es nie gefunden. Ich habe mir natürlich dann auch ein Video dazu angucken müssen, weil... ja. Die Welt ist doch schon riesig. Und da findet sich dann so ein kleines Skelett nicht so einfach. Und man weiß auch gar nicht, dass es da ist. Ohne irgendwelche Informationen von irgendwelchen Let's Playern oder es gibt ja mittlerweile auch so viele Tutorials und so zu dem Spiel und irgendwelche Let's Show-Folgen. Naja. Okay, das ist auf jeden Fall das Skelett von Nessie. Habe ich schon mal gesagt, dass wir unglaublich gut aussehen. Wo ist eigentlich der Hai? Hier müsste doch gleich wieder ein Hai auftauchen. Gibt es hier nicht auch irgendwo eine Höhle oder so? Na gut, auf jeden Fall. Mann, so schnell habe ich das gefunden. Innerhalb von 3 Minuten. Das ist ja unglaublich. Können wir nochmal einen letzten Blick wagen. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. So, ja, ich würde sagen, dann war es das. Das hatte ich auf jeden Fall noch auf der Liste stehen. Das bin ich euch noch schuldig geblieben, als ich das letzte Mal nicht gefunden habe. Und dann habe ich jetzt meine Schuld einfach mal beglichen. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde es wirklich interessant, was es hier alles noch für kleine Kleinigkeiten gibt. So, wo ist es denn nochmal? Wo war es denn? Ach, da ist es nochmal. So, ja gut, ihr wollt es wahrscheinlich dann auch mal sehen oder vielleicht auch ein Video dazu machen. Dann zeige ich das nochmal kurz auf der Karte, also die ich lokalisiere das für euch nochmal. Ich habe hier auch schon so ein Zeichen hingemacht. Also man kann hier auch so eine Markierung setzen und das ist an der Küste, also hier an der Westküste ungefähr von Blaine County, also hier hört die Stadt langsam auf, dann fahrt ihr einfach über die Schnellstraße ein Stück an der Küste vorbei und hier ist dann, da sind auch so ein paar Strandhäuser, ich glaube hier ist auch irgendwo, war da nicht auch Tennis irgendwo? So eine Tennisanlage, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist hier so goldgelber Strand und da liegen auch ab und zu mal so Yachten da vor der Küste und kann man eigentlich nicht verfehlen, ist relativ nah an der Küste und wenn ihr dann taucht, dann ist das auch gar kein Problem, das zu finden. Ich hatte es eben auch noch nicht gesucht oder so, es war wirklich dann blind,
Also mehr oder weniger blind. Ich hatte es natürlich schon mal bei einem Video geguckt, wo es ungefähr ist. Und hier nochmal, da gibt es den Taucheranzug. Falls ihr dann wirklich bis unten tauchen wollt und dann einfach die Ausdauer nicht habt oder den Atem nicht habt, dann findet ihr hier so ein Boot. Da gibt es, glaube ich, immer zwei oder eins. Manchmal ist es auch nicht da, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Und da ist dann der gute Taucheranzug, da mit den Taucherflaschen und so, da drin. Also wenn ihr aus dem Boot aussteigt, dann habt ihr den schon angezogen und dann könnt ihr hier schön runtertauchen. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei der Suche. Und jetzt geht's erstmal zurück an Bord. Und dann würde ich sagen, hallo. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zu unserer ersten Headhunter-Mission. Wir können uns ja gleich ein Taxi nehmen da hinten an der Küste. Hui! Da hinten, da ist die ganze Zeit ein Heli über Land. Oh, wow, jetzt habe ich nicht geguckt. Sorry. Na egal. So, Taucheranzug aus. Wir sehen einfach so cool aus. Theoretisch könnten wir eigentlich jetzt hier auch noch... Ich glaube, hier ist irgendwo ein Laden, den wir überfallen könnten. Moment, ich muss mal mich kurz orientieren. Ich kenne mich ja mittlerweile doch ein bisschen hier aus. So, hier sind auf jeden Fall ein paar schöne Häuschen. Ich glaube, da hinten war irgendwo noch ein Laden. Und wenn wir schon diese Maske anhaben, dann ist es einfach prädestiniert dafür. Also, man erkennt uns ja gar nicht. Das ist einfach toll. Aber ich, boah, wo war denn der Laden? Ich hätte mir besser doch ein Auto mitgenommen. Kommt hier kein Auto? Nein, hier kommt natürlich kein Auto vorbei. Kann man hier was kaufen? Hm. Dann nehmen wir uns einfach das Auto da hinten. Oder das da. Was nehmen wir denn? Ach komm, nehmen wir das einfach. Zack. Und Scheibe kaputt. Sehr gut. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz die Musik aus. Wo war es denn noch? So. Kennt das Spiel ja, damit ich hier nicht irgendwie Probleme bei YouTube krieg. Hatte jetzt, glaube ich, ein oder zweimal schon ein kleines Problem gehabt mit Urheberrechtsverletzung, mit Musik und so. Dann kann man es nicht monetarisieren, ist nicht so schlimm, aber bevor ich da irgendwie Probleme bekomme, lasse ich das dann lieber mit der Musik. Die kann man ja auch ausmachen. Und ich meine, wir reden ja sowieso die ganze Zeit hier in einem Deutsch und die Sounds von GTA sind ja auch ganz cool. Da muss man ja nicht immer Musik haben. So, ja, irgendwo, ich glaube, zu dem L fahren wir, irgendwo mitten in der Stadt ist das. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt doch nicht das Taxi zu nehmen. Ich fahre ja so gerne hier in GTA. Ich weiß, ich bin nicht der beste Fahrer, aber ich fahre trotzdem super gerne in GTA. Das macht einfach viel Spaß. Wobei auch in GTA 4 hat das noch richtig viel Spaß gemacht. Jetzt ist das ja schon ein bisschen einfacher gemacht worden. Trotzdem fahre ich immer noch wie so ein Ungeheuer. Sagte er und fuhr gegen die nächste Mauer. Naja. So, sollten wir doch mal kurz gucken, das L ist hier. Ja, alles klar. Wow. Mann, ich hoffe, heute ist wieder ein besserer Tag. Ich hoffe, die Folge ist jetzt ein bisschen strukturierter wieder als die letzten drei. Die waren zwar auch ganz lustig, aber ja, ich meine, heute haben wir wenigstens schon mal die Überreste von Nessie gefunden. Und dann machen wir jetzt einfach mal an dem Punkt weiter und versuchen tatsächlich mal unsere erste Mission zu machen. So, sind wir eigentlich schon fast da, oder? Sind wir schon fast da? Einfach die Maske, das ist einfach legendär. Müsste ich öfters machen, aber ich glaube, ich hatte nur eine Maske in meinem Kleiderschrank. Trevor müsste die anziehen, aber der sieht ja sowieso schon so aus. Insofern ist es dann relativ wurscht. Oh, Mist, warum habe ich nicht die Zeitlupe aktiviert? Ich vergesse das immer bei Franklin. Oh my goodness! Hey, ich habe Vorfahrt! Ja. Nee, da wollen wir gar nicht hoch. Da wollen wir gar nicht hoch. Ich fahre trotzdem weiter. Nein! Scheiße! Mann!
Ich hoffe, er hatte einen Helm an. Nein, er hatte nur eine Maske an. Naja, scheiße. Okay, wir sind ja auf jeden Fall in der Stadt jetzt, ja. Wir müssen ja den ganzen weiten Weg jetzt nicht nochmal machen, sondern befinden uns jetzt irgendwo hier im örtlichen Krankenhaus, wo die netten Schwestern uns wieder zusammengeflickt haben. Wenn das Spiel dann mal lädt. Ach, da hat es schon geladen, das ist super. Oh Mann, ey. Das sieht so cool aus. Taxi! Hallo? Puh! I wanna go home! Ich komm mit dir, oder? War das jetzt die Tochter? Nee. Ich vergreife mich ja nicht an. Naja. So. Ah ja, wir sind ja quasi fast da. Dann hat unser Tod ja doch was gebracht. Oh, ich sollte mal ein bisschen lenken! Was macht der Bus da? Kann man eigentlich auch Busfahrermissionen machen? Das wäre cool. Achso, ah, da hinten an der Telefonsprechanlage. Ja, am Telefon. Gibt's sowas heute eigentlich überhaupt noch was? Überhaupt noch? Öffentliche Telefondinger hier? So. Hallo? Hallo? Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Okay, ja, ich würde sagen, die Aktien, die muss man ja jetzt hier nicht unbedingt beobachten. Beobachte die Prostituierte, weil man kann ja in GTA 5 auch immer ganz gut vor einer Mission... Wir hätten da so scheiße geparkt. Ein bisschen an der Börse spekulieren. Das heißt, wenn man dann eine bestimmte Person zum Beispiel von einem größeren Unternehmen oder so umbringt, dann steigen oder sinken natürlich die Aktien und man kann da irgendwie schön mitspekulieren, um dann einen Batzen Geld nebenher noch zu verdienen. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Wir suchen jetzt einfach diesen Typen, den wir ausschalten sollen. Den finden wir, indem wir der Prostituierten folgen. Oder sie einfach mal im Blick behalten. Das können wir auf jeden Fall sehr gut Prostituierten folgen. Und ja, mal gucken. Waffen haben wir auf jeden Fall genug. Das sollte nicht das Problem sein. Und dann, ja, machen wir mal unsere erste Headhunter-Mission. Dafür haben wir uns natürlich auch die Maske angezogen, damit uns keiner erkennt. Wir sind ja Vollprofi, ja? Also manchmal, nicht immer. Nein! Vollprofi. Ach, da hinten haben wir schon den Punkt. Ist das eigentlich ein Hybrid hier, oder was? Naja. Okay. Ja, da hinten. Ich weiß gar nicht, welche Waffe wir gleich nehmen. Vielleicht ein Scharfschützengewehr? Wenn wir aus der... Alter, du fährst echt wie ein Ungeheuer. Ach, Mist. So, da ist die Prostituierte. Hallo, schöne Frau, wollen wir ein bisschen weil heute nicht so, Lisa, ich warte auf jemanden. Aha. Das muss mein... Ja. Ich traue mich jetzt nicht irgendwie zu nah dran. Die Prostituierte steigt in den Wagen der Zielperson, warte, bis sie es tut und erledige dann den Fahrer. Ach, sorry, ich glaube, ich stehe hier ein bisschen blöd. So. Ist das der? Ist das der? Ach du, das ist der. Ah, das ist ja eine sehr schwierige Mission. Alles klar, Mädel. Wie wär's? Heute nicht, Süßer. Ich warte auf jemanden. Willst du Sünde, ne? Und tschüss. Die reden immer so schnell. Ach, guck mal, hier steht Sperrmüll. Kann man sich so eine Couch mitnehmen? Wird Trevor bestimmt gefallen. Voll unauffällig einfach. Ah, da kommt der Nächste. Hallo. Boah, fast hätte er mir einen Spiegel abgefahren. Sag mal, jeder, der hier vorbeikommt, hält bei der Ollen. Was kriege ich für 10 Mäuse? Du kriegst eine Busfahrkarte nach Hause und kannst dir einen runterholen, während du an mich denkst. Hau endlich ab! Da kommt wieder der Nächste. Das ist er bestimmt, das ist er bestimmt. Hallo? Wie wär's mit uns beiden? Hey Süße, hast du dich, hast du mich vermisst? Ich dachte gerade schon, du kommst gar nicht. Ich komme immer. Zweideutig grinst. Du bist ein Süßholzraspa. Schalte die Zielperson aus. Die reden wirklich immer so schnell, da komme ich gar nicht mit. Ich meine, ich kann auch nicht immer nach unten lesen. Ich muss ja auch irgendwie... Ich verfolge den auch so ein bisschen.
ride my ass. No, seriously, is that asshole following us? Is he Vice? If you set me up, I'll... Ja, womit machen wir? Womit machen wir's? Das Haftmomme wäre ja langweilig. Oh! Scheiße, jetzt habe ich die Prostituierte getötet. Get away from me, you maniac! Nein! Nein! Fuck, er entkommt uns! Er entkommt uns! Wir müssen schneller fahren! Ich wollte mir das jetzt nicht so einfach machen! Sag mal, was ist denn jetzt los? Wer ist denn da hinter mir her? Alter, Alter, was ist los hier? Alter! Sag mal... Ach, der ist abgehauen! Da hinten läuft er! Ach, das war ja gar nicht! Jetzt wisst ihr, warum ich die Mission nicht spiele. Scheiße, ich wollte eigentlich die Bombe werfen. Ja, ist auf jeden Fall tot. Moment, ich muss mal gerade. Ich muss mal gerade hier parken. So, ach, hier liegt noch Geld. So, Polizei ist hinter uns her. Danke! Hey, super, Freund! Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, ich würde sagen, das war jetzt die erste Kopfgeldmission, die wir äußerst erfolgreich durchgeführt haben. Da hinten liegt er übrigens. Ich wollte ihn gar nicht... Ich wollte eigentlich noch die Bombe werfen. Aber dann sind die anderen mir zuvor gekommen. So, mal... Ja, jetzt müssen wir erstmal die Polizei loswerden. Was haben wir denn hier noch? Achso, das ist die falsche. Na komm, na komm, na komm! Na, Alter! Wow! Ja, das war die Polizei, Freunde. So. Wow. Da kommt die Tür hinterher. Und auch die andere Tür kommt auch noch hinterher geflogen. Sehr, sehr schön. Wow, Alter, Reifen, Reifen. Was war das denn? Ah. Ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt... Wow. Ah. ...über die Fahrbahn laufen. Merkt euch das, liebe Kinder. Wir brauchen unbedingt ein bisschen mehr Energie wieder. Oh, sind wir jetzt etwa auf der Zugstrecke gelandet? Ich hoffe, es kommt kein Zug. So, das war die Windschutz, die Motorhaube. So. Ja, das sollte eigentlich ganz gut sein. Also erkennen tut uns schon mal keiner. Dann müssen wir nur noch das Auto hier loswerden. Nein! Alter, das war jetzt wirklich nicht ich. Ich habe irgendwie keine Reifen mehr, die funktionieren. Ich dachte, man kann jetzt hier so an der Decke auffahren. Naja. Alter, das Ding fährt gar nicht mehr. Das erinnert mich hier so ein bisschen an Metro gerade. Also das Spiel, jetzt nicht die Metro in Frankreich. Ja, sorry, aber das Ding fährt echt nicht mehr. Das ist schon ein bisschen... Sag mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir kommen hier nie mehr raus. Na egal. Zug verspätet sich, Kollegen. Oh oh. So. Lester. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Franklin, du musst nicht so eine Grimasse ziehen. Mann, bin ich cool. Der Sittenmord. Benötigte Zeit 7 Minuten 43 Sekunden. Verdientes Geld 3000 US-Dollar. Abschluss Silber.
Die Optionen, okay. So. Ja, kommt jetzt hier. Boah, sind wir cool einfach. Mann, sind wir cool. Sag mal, warum ist hier eigentlich gar keiner mehr? Travel Connections, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, sollen wir mal Zug fahren? Sind wir ja schon mal irgendwann, aber... Allerdings weiß ich gar nicht, ob ein Zug kommt. Hallo, Freunde. Smell like a bitch. Le Chien. The bus is running, are you? What up to... Hallo? Oh! Oh, jetzt haben wir... Wir haben 2 Sterne! Das kann jetzt nicht sein, oder? Haben wir denn keine andere Waffe? Na gut. Lalalalalala. Ah! Okay! Haben wir auch! Moving in the right direction. Wow. Oh. Ach, guck mal, wir haben sogar Licht. Officer down! 2. Officer down! Und noch ein Zivilist. Zivilist down. Zivilist. Ein Zivilist. So, ja, ich würde sagen, haben wir noch ein Auto? Das Blöde ist, wir kommen jetzt hier nicht mehr lebend raus. Ich wäre jetzt mit dem Auto wieder durch den Tunnel gefahren. Wir können jetzt irgendwelche satanischen Rituale hier durchführen. Wir machen jetzt hier so ein Kreis. Nee, warte, ich habe mal eine Idee. Gucken, ob das funktioniert. Ja gut, der perfekte Kreis ist das nicht. Oh! Ja! Nimm noch die Waffe! Alter, ist das cool! Wir sind der Herrscher der Unterwelt. So. Ach, da ist noch einer. Oh, die Waffe ist so cool, oder? Die haben wir richtig schön aufgepimpt. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder an die Oberfläche. Da kommt der Nächste. Oh, herrlich, einfach. So. Boah, wir haben 4 Sterne. So. Oh, wir sind fast tot. Warum habe ich die Waffe weggelegt? Weiß man das? Weiß man das? Was ist das für ein Geräusch? Ach, da kommt ein Zug, da kommt ein Zug! Nein, der Zug ist durchgefahren! Das Auto ist kaputt! Na gut, es war vorher schon kaputt. Mann, ich wollte mitfahren! Och Mann! Niemand lässt mich mitfahren! Die mobben mich immer. Na gut. Mal gucken, ob wir hier noch lebend rauskommen. Ich bezweifle es ja irgendwie. Aber cool hier so die U-Bahn-Station. Wusste ich gar nicht, dass das hier so... in diesem Maße gibt. Echt cool. Strap on time, Crorex. Kann man hier rein? Schade. So, wir haben natürlich keine Fahrkarte, aber trotzdem können wir durchgehen. Nein! Uah!
habe ein bisschen Angst. Wow! Fuck, Mann! Wir hätten uns noch eine Schutzweste mitnehmen sollen, aber wer hätte gedacht, dass die Folge mit Nessie am Ende dann in der U-Bahn von Los Santos endet? Wahrscheinlich keiner. Na gut, das war auf jeden Fall die erste Headhunter-Mission. Hat, ja, war jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde das so für zwischendurch auch mal ganz cool. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so von haltet und ja, was ich überhaupt noch so machen soll, was euch interessiert, was ihr gerne mal sehen würdet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über einen kleinen Like oder ja, wie gesagt, so einen Kommentar freuen. Einfach, was ihr zu meinem Video sagt oder zu den Videos insgesamt, zu dem Let's Play oder Let's Show von GTA. Ich habe natürlich auch noch ganz viele andere Videos. Ich spiele gerade Beyond Two Souls. Und ja, ich freue mich einfach über jegliche Rückmeldung. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Der Fürst der Unterwelt. Tschüss.